Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Heute möchte ich euch noch ein Rezept präsentieren, was kann man so auf die Schnelle ein Geschenk machen aus der Küche. Mit selbst gemacht, mit eigenen Händen gemacht, ein super Geschenk. Und das ist Limoncello-Likör. Und den kann man wirklich so einfach selber machen. Es ist absolut nicht kompliziert. Und seht, schaut, wie toll sieht aus. Ich zeige euch mit dem weißen Papier, wie schön gelb ist der. Ich habe es Likör hergestellt und sozusagen Film abgedreht. Und dann habe ich gedacht, ach, ich werde das auch nochmal filtrieren durch den Küchentuch. Und weil es dauert so lange, da habe ich nicht mehr Kamera schon angemacht. Einfach auf den Sieb Küchentuchpapier draufgelegt und einfach tropfen lassen. Und jetzt ist es richtig schön klar wie eine Träne. Richtig perfekt. Hier zur Probe habe ich noch nie probiert. Ehrenwort. Jetzt probiere. Wirklich, kann man gar nichts unerkennen, das ist das Lemon. Wirklich so nach Lemongeschmack, nicht so schwach, aber nicht so stark. Absolut nicht pappsüß, wirklich ein super Likörchen geworden. Kann nur empfehlen, mal ausprobieren. Ich habe meine Flaschen nicht richtig voll bekommen mit dem Rezeptur, was ich genommen habe. Ich habe danach einfach noch ein bisschen Wodka dazu gegeben, dass ich den Flasche so voll habe. So könnt ihr auch machen. Oder macht ihr ein bisschen mehr Sirup, dann wird das erst schwierig. Ein Likörchen muss schon ein bisschen stärker schmecken als nur einfach Wein. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Und so eine hübsche Flasche für so selbstgemachte Likör könnt ihr finden bei Steffi in ihrem Shop. Und den Link steht unten in der Beschreibung zu ihrem Shop. Und dann findet ihr unterschiedliche wirklich Flaschen, was die da hat. Super. Und euch wünsche ich viel Spaß beim Video anschauen. Prost. Nein, stopp. Nicht noch Video anschauen. Es ist mir doch tatsächlich über Nacht so eine Gedanke durch den Kopf gegangen. Was wäre, wenn ich jetzt meine Goldpuder, es ist essbare Goldpuder, was bei dem Backen verwendet wird, in mein Likör reinmache. Da wird doch bestimmt ganz toll glitzern. Und zum Weihnachten oder Silvester ist doch perfekt. Und das werden wir jetzt zusammen mal austesten. So, gebe ich jetzt mal nicht gleich viel. Schütteln. Oh, ich glaube, das reicht das schon. Schaut ihr, was für so eine wunderbare Farbe geworden. Ich hoffe, ihr seht das in die Kamera gut. Schaut ihr, vor dem Gebrauch einfach schütteln. Perfekt. So lassen wir es. Ich bin froh, dass es mir diese Gedanken über der Nacht in den Kopf gegangen ist. Und ich habe das ausprobiert. Es sieht wirklich wunderbar schön. Und jetzt wünsche ich euch wirklich viel Spaß beim Video anschauen. Am ersten Tag werden wir erstmal unsere Zitronenschale anlegen. Im Wodka. Ich nehme 40% Wodka oder kann man nehmen Prima Spirit. Brauchen wir dann noch ein sauberes Glas, habe ich ihn heiß abgespült und auch trocken gemacht. Habe einfach in den Backofen reingemacht und für 10 Minuten bei 110 Grad war er schnell trocken. Ohne Gummi. Gummi habe ich einfach mit heißem Wasser abgekocht und abgetrocknet. Jetzt werden wir unsere Zitronen, die sind Bio-Zitrone. Trotzdem werde ich die erstmal behandeln. Dafür nehme ich Schüssel, heißes Wasser, so wie das Wasserhahn gibt und gebe da mindestens ein Teelöffel Natron. Schaut ihr, bei mir sogar fast zwei gestrichene Reste. Und dazu nehme ich auch gerne ein paar Tropfen Lemon-ätherische Öl, weil ätherische Lemonöl erzieht die ganze Dreck raus, was im Schale ist. Allgemein mit ätherisches Öl Lemon, die Obst und Gemüse abwaschen, ist es wirklich perfekt. Sogar bei Erdbeeren kann man
nur im kalten dann Wasser. So, wir nehmen für den Lemon heiße Wasser, weil dann wirkt auch auf ätherische Öle in die Schale. Und schrubben wir erstmal richtig gut. Es kann man sogar Schwämmchen nehmen und richtig abwaschen. Holen wir raus auf den sauberen Tuch. Trocknen wir ab, dass keine Wasserreste sind. Und dann geben wir schon gleich ins Glas Wodka. Für diese Portion brauchen wir 250 ml Wodka. Geben wir gleich ins Glas. Und werden wir die Schale ganz dünn abschneiden, dass nicht zu viel Weißes reinkommt. Und das besser mit so einem Schäler. Schaut ihr, die Schale fast hat kaum Weiß. Und gleich in den Wodka reinmachen. Wenn wir gleich ins Wodka das reingeben, dann hat der ätherische Öl keine Zeit zu verdünsten und geht das ganze Geschmack und diese Intensivität in den Wodka rein. Machen wir jetzt mal alles ab. So, haben wir es gemacht. Gleich machen wir zu und lassen wir so mindestens 3 Tage einfach hier irgendwo in den Küchenschrank stehen. Aber passt ja auf, dass die Kinder nicht drankommen. Es muss schon sichergestellt werden. Es ist aber, wo es steht, ob das wärmer oder kälter, es ist wirklich egal. Könnt ihr auch in den Abstellraum stellen. Mindestens 3 Tage, am besten natürlich 1 Woche. Und dann sehen wir uns wieder. So, und was machen wir jetzt mit den Zitronen? Zitronen kann man weiterverwenden. Ich drücke den Saft raus und mache in die Eiswürfel. Und danach, wenn es alles gefroren ist, kann man oder in eine Dose oder in einen Beutel und habt ihr immer parat einen Eiswürfel mit Zitrone. Wenn ihr braucht, vielleicht 1-2 Esslöffel Zitrone für irgendwelche Kuchen oder sonst was. Kann man in Scheiben schneiden, auch einfrieren und danach später nehmen für die Getränke. Einfach ins Wasser eine Scheibe von der Zitrone reinlegen. Oder ihr kocht einfach eine Zitronencreme. Dafür habe ich auch ein Video und kann euch Link unten in die Beschreibung reinstellen. So, nach 3 Tagen können wir es weitermachen. Schaut ihr, in 3 Tagen, wie schön die Wodka hat sie sich angefärbt von den Zitronenschalen und wir können jetzt fertigstellen. Dafür nehme ich 100 Gramm Zucker und 150 Milliliter filtriertes Wasser. Am besten ist keine von Wasserhahn Wasser nehmen mit dem Kalk und so. Ob das filtrierte oder destillierte oder vielleicht abgekochte und nochmal durch den Mulltuch durchgesiebte Wasser nehmen. So, und das werden wir jetzt verkochen zu einem Sirup. So, das Wasser mit Zucker ist schon abgekocht. Der Zucker hat sich aufgelöst. Können wir schon von dem Herd runternehmen. So, Zuckersirup haben wir gekocht. Und jetzt so ein Moment, wo wir jetzt unser Glas aufmachen und die Schalen nehmen wir raus und legen wir die in den heißen Zuckersirup. Das gibt noch mehr Geschmack in unserer Likör und auch Farbe. Nur die Schale. Wodka bleibt drin. Zumachen. Und lassen wir jetzt unseren Sirup bis Zimmertemperatur abkühlen. Und dann können wir schon alles in die Flaschen füllen. So schnell und einfach geht das. So, unser Sirup jetzt abgekühlt. Und da können wir schon alles in die Flasche reinmachen. Die Flasche habe ich schon sauber gemacht und heiß abgespült und trocken gelassen mit schönen festen Verschluss. Dann geben wir erstmal unsere Sirup rein. Und jetzt obendrauf kommt dann unsere Wodka, angelegte mit Schale. So, das ist jetzt bei mir, glaube ich, 1/2 Liter. Ist nicht voll geworden. Kann man einfach jetzt dazu Wodka dazu füllen, dass es richtig voll ist. Sonst muss man dann noch mehr Sirup kochen, wird aber natürlich dann schwächer. Und schaut, was für so eine Farbe haben wir. Schön gelb.
hübsch. Jetzt einpacken, schön Etikett drauf machen, schöne Wünsche drauf schreiben und voilà, habt ihr auch wieder ein schönes Geschenk oder zum Silvesterparty mitnehmen oder zum Weihnachten oder einfach mal selber genießen. So, liebe Freunde, ich hoffe, es wird euch gefallen, mein Rezept, und einer oder die andere doch nachmacht. Und schreibt mir, wie es das euch gefallen, dieses Rezept. Ich wünsche euch alles Gute, liebe Freunde, schöne Vorweihnachtszeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!